Die Hälfte der Arbeitswoche ist geschafft. Hurra! Liebe Zuschauer, meine sehr geehrten Damen und Herren, da sind wir wieder. Ich begrüße Sie hier bei der täglich aktuellen Nachrichtensendung im Mittelerzgebirgsfernsehen. Herzlich willkommen zum Mekional am Mittwoch, den 12. Oktober. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben und mit dabei sind. Hallo, guten Abend und Glück auf! Im Herbst sehnt man sich ja meist nach einer leckeren und warmen Mahlzeit, um den Körper wieder auf Temperatur zu bringen. Wie wäre es denn dabei mit einer speziellen Köstlichkeit für Ihren Geschmacksnerv? Sebastian Eberlein hat für Sie ein ganz besonderes Gericht vorgekocht. Der Herbst ist da und genau im Oktober befinden wir uns auch in der Mitte der Kürbissaison. Diese Beerenfrucht passt perfekt zur kühleren Jahreszeit. Also haben wir uns diese angenommen, um ein leckeres Süppchen zu kochen. Heute wird es nicht klassisch, sondern beim Durchstöbern der Regale im Supermarkt ist so einiges in den Einkaufskorb gewandert. Zum Beispiel benötigen wir einen Hokkaido-Kürbis, Möhren, Zwiebel, Ingwer, Butter, Gemüsebrühe, Kokosmilch, Zitrone, Koriander und zum Abschmecken Salz, Pfeffer und Sojasauce. Das Rezept mit den Mengenangaben blenden wir für Sie am Ende des Beitrags ein. Und schon kann es losgehen. Als erstes wenden wir uns der Hauptzutat, dem Kürbis, zu. Dieser wird halbiert, das Innere entfernt und in Würfel geschnitten. Die Schale kann man beim Hokkaido-Kürbis mitverwenden. Das heißt, ein Entfernen dieser ist unnötig und wäre Verschwendung. Mit den Möhren, dem Ingwer und der Zwiebel verfahren wir genauso, aber vorher erstmal schälen. Kleiner Tipp, den Ingwer kann man auch mit einem Löffel von der Schale befreien. Wenn alle Zutaten vorbereitet sind, kann es an die Herdplatte gehen. Als erstes die Butter auslassen und dann die gewürfelten Zutaten hineingeben. Wenn das Gemüse angedünstet ist, geben wir die Gemüsebrühe dazu. Jetzt verstreichen ca. 15 bis 20 Minuten bei mittlerer Hitze, bis alle Zutaten weich gekocht sind. Ist dies geschehen, folgt der nächste Arbeitsschritt. Entweder benutzen Sie einen Stabmixer oder eine Küchenmaschine, um alles zu pürieren. Sollten Sie sich für einen Stabmixer entscheiden, dann können Sie auch im Nachgang, wenn das Ergebnis nicht zufriedenstellend ist, die Suppe durch ein Sieb streichen. Wichtig ist, dass keine Stückigkeiten mehr vorhanden sind und ein sämig, dickflüssiger Brei entsteht. Diesen geben wir wieder zurück in den Topf und verfeinern diesen mit Kokosmilch, Salz, Pfeffer, Zitrone und der Sojasauce. Nun alles noch einmal kurz aufkochen und fertig ist die etwas andere Kürbissuppe. Beim Servieren noch mit dem Koriander garnieren und dann heißt es schmecken lassen. Wie anfänglich angekündigt, hier die Zutaten inklusive den Mengenangaben. Na dann, gutes Gelingen! Na, das ist doch wirklich gelungen.
ebenso wie die 11. Kooperationsbörse der Zulieferungsindustrie Erzgebirge. Dabei trafen sich viele Fachbesucher, aber auch Neulinge unter dem Motto informieren, kontaktieren, kooperieren in der Dreifeldhalle in Zschopau. Frank Langer hat für Sie mal vorbeigeschaut. Informieren, kontaktieren, kooperieren ist das Motto der Kooperationsbörse Zulieferindustrie Erzgebirge. Zum 11. Mal fand diese heute in der Erzgebirgsregion statt. 2016 zum wiederholten Male in Zschopau in der Dreifeldhalle des Berufsschulzentrums. 115 Aussteller zeigten an ihren Ständen, welche Möglichkeiten im Unternehmen geboten werden. Dazu herrschte unter den Teilnehmern ein reger Austausch. Verschiedenste Branchen trafen dabei aufeinander. 11. Kooperationsbörse Zulieferindustrie Erzgebirge. Das ist eine Schnapszahl und wir freuen uns, dass jedes Jahr diese Veranstaltung so gut gelaufen ist. Heute mit 115 Ausstellern und Gästen ein herzliches Willkommen. Zur Eröffnung gab es einige Worte vom Schirmherrn der Schau, Landrat Frank Vogel. Es ist ja eine Messe der ganz besonderen Art, so würde ich es einmal bezeichnen wollen. Eine Messe, die auch ihresgleichen im Freistaat Sachsen sucht. Also so ein regionaler Marktplatz gibt es nur bei uns hier in der Erzgebirgsregion. Viele unserer kleinen mittelständischen Unternehmen sind im Zulieferbereich aktiv. Sie bedienen in der Regel mehrere Branchen, um direkte Abhängigkeiten zu vermeiden. Die Zulieferindustrie ist als Querschnittsbereich ist also sehr vielseitig. Die Wirtschaftsstruktur bei uns hier im Erzgebirgskreis hat viele Standbeine und ist breit aufgestellt. Auch der Präsident der IHK-Regionalversammlung Erzgebirge, Gerd Bauer, sprach über die Wichtigkeit von Kooperationen und Zusammenarbeit im Erzgebirgsraum. Die große Resonanz bestätigt, dass diese Präsentation der regionalen Wirtschaft ein Erfolgsmodell ist. Sie ist wie keine andere Veranstaltung geeignet, mit vertretbarem Aufwand an Kosten und Zeit mit vielschichtigen Partnern Kontakte aufzubauen und pflegen. Über die erneute Beteiligung von tschechischen Ausstellern und Besuchern aus unserem Nachbarland freuen wir uns besonders. Ja, es wird miteinander gesprochen, es werden neue Kontakte geknüpft, alte Kontakte gepflegt. Kooperationen einfach finden sich. Wie kann die IHK da helfen? Die IHK an sich ist natürlich auch ein Netzwerkbauer, sage ich mal. Und wir unterstützen und organisieren natürlich auch die Kooperationsbörse im 11. Jahr wieder mit und sind total begeistert und überzeugt von der Idee. Und deswegen haben wir auch jetzt schon die 11. Kooperationsbörse. Und ich muss sagen, andere Regionen beneiden uns über so eine Börse. Die Zusammenarbeit unter den Unternehmen ist wichtig, auch in der Vernetzung. Da gibt es noch Defizite in Sachen Breitbandausbau, oder? Das ist auf alle Fälle richtig, aber da arbeiten wir dran und hoffen natürlich auch, dass wir von der Politik auch gewisse Unterstützung bekommen. Denn ganz allein kann das keiner einzeln stemmen. Insofern begrüßen wir die von der Staatsregierung eingeleitete digitale Offensive Sachsen. Bisher allerdings ist von den Erleichterungen für die gewerbliche Wirtschaft noch wenig zu spüren. Nachteile gibt es für die hiesige Wirtschaft, aber noch in der Infrastruktur. Weitere wichtige Standortfaktoren sind für uns nach wie vor die Verbesserung der Breitbandversorgung und die Verkehrsinfrastruktur. Gerade die Defizite unserer Verkehrsinfrastruktur haben viele heute bei unserer Anfahrt erlebt. Ja, das tut richtig weh. Wenn man in den Bundesverkehrswegeplan schaut, dann muss ich sagen, es gibt Maßnahmen, die sind im vordringlichen Bedarf, aber die werden von der Bevölkerung abgelehnt. Dann können wir sie auch gleich vergessen, die werden nie gebaut. Und dann, wenn im weiteren Bedarf was steht, ja, dann ist Baubeginn oder Planungsbeginn nicht vor 2030. Also können wir es auch vergessen. Also ist das schon sehr, sehr schwierig. Aber wir hoffen auch, hier müssen wir auch nach Sachsen, nach Dresden schauen. Dort können wir schon einige Hilfe erwarten und da hoffe ich mir auch in den nächsten Jahren, dass wir da wieder noch langsam, aber stetig weiterkommen. Aber das Erzgebirge ist dennoch im Aufwind, oder? Ja, also wenn Sie hier die Börse angucken, ich meine mit der ganzen mittelständischen Wirtschaft und gerade die mittelständische Wirtschaft bringt ja eigentlich, ist eigentlich das Erfolgsrezept von Deutschland. Da muss ich sagen, ist mir nicht bange. Und deswegen habe ich ja auch in meiner Eröffnungsrede einiges dazu gesagt, weil wir hier im Erzgebirge
viel unterschätzt werden. Und da ist die Vernetzung der einzelnen Unternehmen, aber nicht nur der Unternehmen, auch die Politik, auch die anderen, die Kammern und alles ist wichtig. Insgesamt aber muss man feststellen, das Erzgebirge vernetzt sich immer weiter und ist für dies auch offen, wie einige Unternehmer zu bestätigen wissen. Auf jeden Fall. Aufgrund der Nähe ist es für uns eigentlich jedes Jahr, gehört das Fest zum Programm. Wir können es hier präsentieren, aber was vielleicht noch viel, viel schöner ist, eine Vielzahl unserer Partner und Lieferanten befinden sich hier, sodass man den Tag sehr effizient für viele, viele gute Gespräche nutzen kann. Wird es auch in Zahlen ausdrückbar, was Sie hier machen? Kann man da am Ende Geschäfte tatsächlich generieren? Das ist immer eine sehr gute Frage. Direkt wird es sehr, sehr schwer. Also Verträge werden hier vermutlich nicht unterzeichnet, aber doch sehr gute Beziehungen aufgebaut oder gepflegt. Und ja, wenn man die hält, dann drückt sich das selbstverständlich irgendwann in Zahlen aus. Man muss aber sagen, dass die Halle fast aus allen Nähten platzte. Noch mehr Aussteller sind zumindest in solchen Dreifeldhallen nicht mehr unterzubringen. Zumal damit auch die Übersicht etwas leidet. Rundum aber eine gute Idee, die Wirtschaft im Erzgebirge zusammenzubringen. Das bringt den Standort voran und hilft zumindest teilweise, das Defizit an vorhandenen Fachkräften zu kompensieren. Einen Grund zu feiern gab es in Lengefeld, denn dort wurde das 60. Jubiläum der Wohnungsgenossenschaft begangen. Wir waren vor Ort und haben uns über den Wohnungsleerstand informiert. Am 8. Oktober feierte die Wohnungsgenossenschaft Lengefeld-Pockau EG ihr 60-jähriges Bestehen. Werte Anwesende! Nun begrüßte der Vorstandsvorsitzende Gunter Schröder alle Anwesenden und geladenen Gäste. In seiner anschließenden Rede ließ er noch einmal die Geschichte der Wohnungsgenossenschaft Lengefeld-Pockau EG Revue passieren. Ohne Sie gäbe es unsere Wohnungsgenossenschaft Lengefeld-Pockau EG nicht. Wärme. Im Anschluss überbrachte nun der stellvertretende Bürgermeister von Lengefeld, Ernfried Lorenz, die Grußworte der Stadt Pockau-Lengefeld. Gunter, du hast gesagt, heute feiert ihr Geburtstag. Für mich ist heute eher das sowas wie eine goldene Hochzeit. Geburtstag feiert man für sich, eine goldene Hochzeit feiert man, weil man viele Jahre gemeinsam verbracht hat und sie gemeistert hat. Und ich denke, das haben sie gemacht in ihrer Wohnungsgenossenschaft. Liebe Mitglieder der Wohnungsgenossenschaft Lengefeld-Pockau, Herr Werner Urbans überbrachte nun das Grußwort des Verbandes Sächsischer Wohnungsgenossenschaften e.V. Darf ich dem Aufsichtsrat, dem Vorstand und den Mitgliedern sehr herzlich zum gemeinsamen, zum 60. Geburtstag und ich gebe jetzt nochmal eins drauf, zur diamantenen Hochzeit gratulieren. Denn das werden Sie ja wahrscheinlich. Nun haben Petra Bandlow und Gunter Schröder Zeit, um mir noch einige Fragen zu beantworten. Als allererstes möchte ich mich natürlich für die Glückwünsche zum 60. Gründungsjubiläum der Wohnungsgenossenschaft Lengefeld-Pockau EG ganz herzlich bedanken. Ich denke, da spreche ich für die Frau Bandlow gleich mit. Alle Wohnungen sind bei euch belegt. Wie macht ihr das? Ja, wie macht ihr das? Zaubern kennen auch wir nicht, aber ich denke, wenn man die Entwicklung seit 90, seit der politischen Wende weg ansieht, so muss man ganz einfach sagen, sind wir bisher erfolgreich gewesen, haben uns durchgesetzt, haben fast durchgängig oder immer durchgängig permanente 100%ige Belegung gehabt. Da spielen natürlich mehrere Faktoren mit rein. Eine ganz wichtige Rolle ist, hat dabei gespielt, dass wir frühzeitig modernisiert haben, bereits in den Jahren 93, 94, den Gesamtbestand aller Wohnungen angepackt, hatten dadurch kaum Mitglieder verloren. Die Nutzer sind in ihren Wohnungen geblieben, dass wir keine Wegziege hatten. Musikalisch umrahmt wurde der Abend durch die Diskothek Tramp 76 aus Eppendorf und Live-Musik mit der Band Team Azur aus Pockau. Ja.
Ja, und liebe Zuschauer, falls Sie am kommenden Samstag vorhatten, in die Stadthalle Marienberg zu gehen, dann muss ich Sie leider enttäuschen. Das geplante Stiftungskonzert der Sparkassenstiftung und der Stadtverwaltung Marienberg mit dem Bergmusikkorps Frischglück Annaberg-Frohnau muss leider aus organisatorischen Gründen abgesagt werden. Ihre bereits erworbenen Eintrittskarten können Sie aber in der Vorverkaufsstelle in der Touristinformation im Marienberger Rathaus zurückgeben. Die Geschwindigkeiten werden morgen am Donnerstag unter anderem auch wieder auf der S212 zwischen Seida und Heidersdorf kontrolliert. Darüber hinaus verstecken sich auch wieder die Kontrolleure im Auftrag des Landratsamtes an den üblichen und bekannten Stellen. Also da, wo der dunkelgraue bzw. hellgraue Caddy gesichtet wird. Ja, und auch die Videomessfahrzeuge der Polizei sind auf der B174 und B101 unterwegs. Deshalb, meine Lieben, seid vernünftig und fahrt 50. Das spart Geld und Ärger. Heute Abend und in den Nachtstunden kann es immer noch leichte Nieselschauer geben und die Sternensicht wird von ein paar Wolken versperrt. Außerdem bewegen sich die Temperaturen im ganzen Sendegebiet um die 2 bis 3 Grad herum. Dazu gibt es geringen Wind aus Nordosten. Am Donnerstagmorgen können anfangs zwar noch kleine Schauer und Nebelschwaden auftreten, welche sich aber im Laufe des Tages dann aus dem Staub machen. Somit wird Platz für die Sonne und nur noch kleine Wölkchen können ihre Strahlen verdecken. Ebenfalls klettern die Temperaturen hinauf, sodass es in Pfaffroda 2 bis 6 Grad gibt, in Wolkenstein 3 bis 6 Grad und in Amtsberg 2 bis 7 Grad Celsius. Der Wind weht mit 16 km pro Stunde aus dem Osten. Der Ausblick auf die nächsten Tage klingt vielversprechend. Bei 3 bis 7 Grad Celsius und ein paar Wölkchen am Himmel steht am Freitag einem schönen Herbstspaziergang doch nichts im Wege. Der Wind weht dabei leicht und mit Regen ist nicht zu rechnen. Auch am Samstag gibt es Temperaturen von 4 bis 8 Grad Celsius und keinen Niederschlag. Der Himmel ist zwar von Wolken bedeckt, dennoch können von Zeit zu Zeit Sonnenstrahlen hervorblicken. Ebenso pfeift der Wind mit 8 Stundenkilometern um die Ohren und kommt dabei aus Südosten. Einen Ausblick auf das restliche Wochenendwetter gibt es dann morgen. Liebe Zuschauer, das war Mekional für heute am Mittwoch. Es ist schön, dass Sie wieder mit dabei waren. Mit den aktuellen Nachrichten für und aus unserer Region sind wir morgen wie immer an gewohnter Stelle für Sie da, wenn Sie denn mögen. Wir würden uns auf jeden Fall freuen, wenn wir Sie dann wieder begrüßen können. Damit wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend und eine erholsame Nacht. Tschüss und bis morgen.